Die wollen natürlich wissen, welche Stimmung gegenüber Bitcoin in der Bevölkerung herrscht. Mich interessiert das überhaupt nicht, weil das für mich reine künstliche Sache ist. Die geht nach oben und dann wieder nach unten. Ja. Aber jedes Geld ist künstlich. Das wissen wir schon seit langem. So, ihr Lieben, hier ist der Daniel und ich bin für 21 wieder mitten in München unterwegs. Wir haben das Ganze vor 2 Jahren schon mal gemacht. Da wollten wir erfahren, was denken die Menschen, was Geld ist und vor allem, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Wort Bitcoin hört? Mal schauen, ob sich nach 2 Jahren das Bild von Bitcoin hier in der Öffentlichkeit ein wenig verändert hat. Und anstatt sie zu fragen, was ist Geld, schauen wir diesmal, was denken die Leute, ist Inflation? Keine Ahnung. Und wie schützen sie sich vor Inflation? Gar nicht. Viel Spaß. Was ist Inflation in Ihrer Meinung nach? Dass ich für mein Geld immer weniger kaufen kann. Also wenn ich jetzt 100 Euro heute habe, kann ich mir vielleicht 400 Euro so und so viel kaufen und in einem Jahr kann ich mir 400 Euro weniger kaufen. Oh, das ist eine schwierige Frage, ja. Also wenn es immer mehr Geld sozusagen erzeugt wird, auch durch die Banken und Co., mehr gedruckt wird, mehr Geld gedruckt wird und sozusagen allgemein, ja, der Geldwert sinkt. Oh. Ja, wenn alles immer mehr kostet. Viel weniger Geld haben, Sachen werden teurer. Gleicher Verdienst, weniger Kaufkraft. Das Geld an Wert verliert. Inflation, einfach, dass man fürs gleiche Geld weniger bekommt und das für uns alle relativ schwierig werden wird wahrscheinlich, wenn die Inflation so weitergeht wie bisher. Ja, alles wird teurer. Man muss sich, glaube ich, auch umstellen an sich. Also man hinterfragt nochmal ganz die anderen Dinge, die man sich normal so kauft und die jetzt wirklich braucht, wie viel man davon kauft. Einfach nochmal eine Hinterfragung. Ja, man kriegt immer weniger für das gleiche Geld. Was ist Inflation? Dass alles teurer wird. Umso mehr, umso teurer es ist, umso weniger Wert hat das Geld. Ja, wenn es einfach alles teurer wird. Also Inflation ist, wenn die Kaufkraft von Geld abnimmt. Also wenn die Geldmenge zunimmt oder sowas, ja. Inflation ist, wenn alles teurer wird. Inflation ist, wenn alles teurer wird. Und dann kommt noch dazu, dass die Leute nicht entsprechend mehr verdienen. Und das Geld nicht mehr ausreicht bei dem Lebensstandard, den man hatte. Wie würdest du Inflation beschreiben? Dass einfach alles teurer wird und uns das Geld aus der Tasche gezogen wird, ohne dass der Lohn quasi höher wird. Also alles wird teurer und die Menschen werden immer ärmer. Ist letztendlich Kaufkraftverlust. Und rein technisch natürlich der Anstieg der Preise. Letzten Endes sinkende Kaufkraft real. Also dass alles teurer wird? Ja, dass halt alles teurer wird und Produkte immer teurer sind. Ja, dass das Geld halt auch weniger wert wird. Das heißt, ich muss mehr Geld ausgeben für die gleiche Ware. Die Waren sind teurer geworden. Und das sorgt dafür, dass sie sich weniger leisten können mit dem Geld, was sie verdienen, oder wie? Das könnte drohen, ja. Weniger Geld. Weniger Geld unterm Strich. Okay. Weniger Geld, ja. Das Gleiche, was du da vor dir leisten konntest, mehr ausgeben. Das ist einfach. Du zahlst mehr für das Gleiche im Endeffekt. Was ist Inflation? Preissteigerung? Wie würden Sie Inflation beschreiben? Geld verbrennen, geplant. Ist zu viel Kapital im Privathaushalt? Und das Geld muss raus. Okay. Und deswegen verbrennen wir. Wie würdest du Inflation beschreiben? Das ist ein gutes Thema. Man hört viel, man kriegt viel mit. Aber letztendlich weiß man nicht so richtig, was passiert und wie lange es noch so weitergeht. Ich selbst bin in der Automobilbranche tätig und kriege das natürlich auch mit der Zinsen und so weiter und halt negativ, ja. Aber was ist denn Inflation? Ja, das Geld wird im Prinzip weniger wert oder die Dinge waren teurer, aber also Inflation okay, aber wenn der Lohn halt nicht gleichwertig dann im Prinzip mit ansteigt, dann haben wir halt ein Problem. Ja, schon ein paar Mal im Studium gehabt und immer wieder abgefragt worden. Also wenn die Preise steigen und der Geldwert sinkt. Scheiße, Inflation. Wenn etwas steigt, wenn etwas Wertzunahme eines Wertes. Also Inflation, genau, der Preis steigt und der Kontostand steigt ja nicht, oder? Güter steigen, also der Preis der Güter steigt und dann denke ich, das ist das, wie man Inflation erklären könnte. Ein Geld, weniger Geld und sonst gar nichts. Und Unzufriedenheit bei den Menschen. Kann man sich vor Inflation schützen? Ich weiß es nicht. Kommt auf die Gruppe der Leute drauf an. Also ich denke mal, dass es für Leute, die sowieso gut
Verdienen nicht so ein großes Problem ist, aber dann eher die bisschen, sage ich mal, untere Schicht hat schon, kann sich nicht wirklich davor retten, weil auch vom Abschluss her und so weiter. Du bist ja gut informiert. Ist das ein Thema, was dich beschäftigt irgendwie? Nicht wirklich, aber ich interessiere mich schon allgemein im Generellen über alles so ein bisschen und ich bin auch quasi in der, sage ich mal, unteren Schicht ein bisschen aufgewachsen. Deswegen weiß ich, für meine Familie und Mitmenschen ist es schon ein belastendes Thema, weil die auch nach Deutschland gekommen sind teilweise, um hier sich eben ein besseres Leben aufzubauen. Und früher waren die Preise ja noch okay oder auch gut teilweise, aber mittlerweile so 3,50 ein Käsepackung, das geht gar nicht, finde ich. Und das Gehalt ist ja nicht mit angestiegen, ne? Ja, deswegen, genau. Und wie schützt du dich vor Inflation? Ignorieren. Versuchen auszublenden, so gut es geht, oder wie? Ja, nicht mehr essen. Nein, keine Ahnung. Ja, sicher, dadurch, dass alles teurer wird, muss ich für mich persönlich natürlich ein bisschen auf die Preise achten und ein bisschen anders einkaufen gehen, aber wie was ändern kann, ist nicht mein Job. Also weniger konsumieren sozusagen. Ja, genau. Schwierig, da kann man wahrscheinlich nur umstellen, wie man einkauft und wie man konsumiert. Konsumieren, mehr auf Aktionen achten, mehr auf Preissenkungen achten, vielleicht mehr auf Preis-Leistung achten und so weiter. Ja, es ist halt auch blöd, wenn man nur billige Produkte kauft, weil dann unterstützt man halt meistens eher schlechtere Sachen. Deswegen, ob man sich selbst so davor schützen kann, weiß ich jetzt nicht so. Ja, ich glaube auch nicht, dass man selber sich davor schützen kann. Ich versuche sparsamer zu leben. Versuche es ja, mit dem klarzukommen, was man hat. Und vielleicht ein bisschen die Banken anschauen. Jetzt gehen ja die Zinsen da rauf, ne? Kann man sich nicht schützen, das kommt einfach. Kann man sich nicht schützen? Also das Ersparte, was man hat, was immer weniger wird, das kann man nicht irgendwie andersweitig irgendwie sich schützen. Man braucht man. Basta. Ja, jeder kann sich nicht so richtig schützen. Man kann bloß einfach weniger Geld ausgeben. Das ist der einzige Schutz, der mir so einfällt. Einsparen. Viel arbeiten. Ja, das Business erweitern, sag ich mal. Anders aufstellen. Ersparnis ausgeben. Ja, und mehr arbeiten, Minijobs. Kann ich nicht. Ja, doch, indirekt schon. Die ganz teuren Sachen kaufe ich einfach nicht mehr. So gesehen mache ich mir gar keine Gedanken, weil das Leben spielt halt so. Aber man kann es gucken und man muss ja bloß die finanzielle Weltgeschichte sehen. Und dann stellt man fest, wir fangen mal mit 29 an, wo der Zusammenbruch war. Und dann geht es weiter. Und man kann bei den Banken immer gucken, alle 10 bis 12 Jahre gibt es ein Problem. Wir hatten sie 9, bekriegen sie 19 und bekriegen sie spätestens wieder 28, 29. Das Geld muss raus. Wir haben Billionen zu vererben und das bringt nichts auf dem Konto, also machen wir es gekünstelt teuer. Das heißt, Ihrer Meinung nach kann man nichts gegen Inflation machen, das ist was Natürliches, was immer da ist? Und wenn man die Weltgeschichte des Finanzmarktes anguckt, wird es immer so sein. Wir, die Kleinen, nicht die Macht haben, etwas dagegen tun. Wir haben nur 8 Großreiche auf dieser Welt. Und die profitieren von der Inflation? Na, die legen ja das Kapital. Wie schützt ihr euch vor Inflation? Du hast schon gesagt, so ein bisschen weniger kaufen, ein bisschen mehr Bewusstsein beim Konsum, ne? Ja, richtig. Also das würde ich jetzt sagen. Und mir geht's so, ich bin jetzt das erste Mal im Berufsleben und merke eigentlich, wie hart man arbeitet für das Geld und dann merkt man, okay, eigentlich bekomme ich gar nicht so viel dafür und dann merkt man halt, okay, dann gehe ich halt nicht mehr so oft essen, koche mir lieber selber vor, nehme für die Mittagspause was mit. An solchen Dingen spare ich persönlich dann einfach. Vielleicht mein Geld auch besser anlegen, dass ich sage, okay, nicht nur Sparbuch, wo es im Endeffekt nicht mehr viel bringt, sondern dann wirklich, keine Ahnung, anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten andenken. Aber braucht viel Zeit und die hat man derzeit nicht oder man nimmt sie sich nicht effektiv, also aktiv. Ja. Man hat auch, ich finde auch mal total schwierig, so genau zu wissen, wo jetzt man das sein Geld anlegen soll. Und ja, was ich jetzt auch noch viel gehört habe, dass viele sich auch noch so einen Nebenjob holen, einfach um lang mal den Lebensstandard so zu erhalten oder auch zu schauen, okay, was ist wichtig, okay, das ist mir dann doch wichtig, arbeite dann nochmal mehr dafür. Also ich bin investiert, habe ein paar Aktien, klar, die steigen, geht das ja ein paar Prozent. Aber ich bin jetzt nicht dabei, dass ich jetzt jedes Jahr zu meinem Chef gehe und sage, hey, ich hätte gerne 5% mehr Gehalt, weil meine Heizkosten sind gestiegen und so weiter. Nee, also wirklich, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich mich davor schützen kann, habe ich noch nicht. Man kann sein Geld halt anlegen und am besten was halt Gegenwert hat. Wenn man sein Geld anlegt in Immobilien, Aktien, so etwas in der Art, ja. Hast du dir schon mal überlegt, wie man sich vor Inflation schützen kann? Indem, dass man nichts einfach Werte haltet, zum Beispiel wie auf einem Konto, sondern zum Beispiel Eigentum kauft und das dann sich automatisch halt anpasst, weil das dann automatisch auch teurer wird. Ja. Kann natürlich sein, dass bei einer Inflation, in der lacht, die Aktien dann halt auch irgendwie reagieren und dann halt das auch nachteilig sein könnte, aber so wie
sage ich mal, Gold oder Eigentum oder so, denke ich, ist werterhaltend. Kannst du dich vor Inflation schützen? Ja, also Wertanlage im Prinzip. Wertanlage im Prinzip, wenn ich mir jetzt beispielsweise ein Auto kaufe, ein Motorrad. Also wenn ich mein Geld so anlege und nicht irgendwo unters Kopfkissen oder zur Bank tue. Das heißt, du meinst, das Geld muss vom Konto weg? Ja, auf dem Konto würde ich es nicht lassen. Wir müssen die Kaufkraft wieder steigern. Nein, ja, wir legen das Geld erstmal an, okay, und geben es jetzt mal nicht aus. Okay, auf dem Sparbuch oder wo anlegen? Na, unter dem Kopfkissen. Unter dem Kopfkissen, aber da gibt es ja keine Zinsen, ne? Und inflationiert trotzdem, ne? Im Moment eh nicht. Also im Moment gibt es keine Zinsen. Nee. Das heißt, man kann sich nicht vor Inflation schützen? Ja, wir können vielleicht was investieren. Okay. Kauft man ein Haus. Naja, man kann natürlich versuchen, das bisschen Geld, was man vielleicht übrig hat, zu investieren. Und dann macht man bei den Investoren mit, die diese Inflation anheizen. Ich hätte gesagt, das Geld ausgeben, dann ist es einfach weg. Also, ja, ja. Das ist gut. Ihnen wahrscheinlich nicht so, ne? Doch, das finde ich richtig. Ja, genau. Okay. Geld sollte eine verderbliche Ware sein, so wie Äpfel. Und wie schützt du dich vor Inflation? Schön das Geld auf dem Konto einfach nur liegen lassen. Nee, eigentlich im Moment noch gar nicht. Man sollte eigentlich so in ETFs investieren und so weiter, aber nee. Da bin ich noch zu, ja, muss man sagen, zu voll gewesen. Ich glaube eher, dass es kein rein deutsches Problem ist, sondern dass es ein europaweites oder weltweites Problem ist. Denn die Amerikaner haben ja auch Probleme damit, mit der Inflation. Man kann natürlich auch von Seiten der Regierung gegensteuern mit bestimmten Unterstützungen, Subventionen für die Industrie und so weiter, wie das in den Vereinigten Staaten ja auch geschieht. Frage, die Volkswirte Ihnen beantworten können. Als Bürger wüsste ich jetzt nicht. Das geht ja von den Banken aus teilweise auch. Und jetzt mit der Energiewende auch, Gaspreise und so weiter, ist ja alles lebensmittelteuriger geworden. Und wie schützt ihr euch vor Inflation? Durch Kapitalanlagen. Bitcoin kaufen. Was ist denn das Erste, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr das Wort Bitcoin hört? Geld. Ja, man kann da gut Geld machen. Auch viel Geld. Vermögen. Viel Geld machen. Also Geld machen. Ja, viel Geld und online halt. Schon, es kann positiv sein, aber es kann, glaube ich, auch ein bisschen negativ sein. Also wenn der Bitcoin viel wert ist, dann hast du halt Glück. Und wenn nicht, dann ist es halt eher schlecht. Ich war mal investiert in Ethereum und das ging mächtig in die Hose. Ich habe es ja zum Hochpunkt eingekauft und zum Tiefpunkt verkauft, weil ich dachte, scheiße. Ich habe es jetzt länger nicht verfolgt. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Und Bitcoin, Betrug, Schwindel. Warum? Ja, weil ich einiges gelesen habe und einiges gehört habe. Also für mich ist das uninteressant. Soll ich das jetzt erklären? Bitcoin, eine virtuelle Währung, würde ich jetzt so beschreiben. Da kann ich jetzt noch nicht so wirklich eine Aussage treffen, weil da habe ich mich zu wenig mit beschäftigt. Bitcoin? Mit Bitcoin beschäftige ich mich gar nicht. Also ist für mich jetzt nichts Negatives. Es gibt viele, die verdienen da viel Geld damit. Das ist in Ordnung, aber ich habe mich damit nicht beschäftigt. Das ist so mein Thema. Keine Ahnung, ich stecke nicht dran. Für mich zählt nur Cash. Die Sachen, die man anfassen kann quasi. Genau, Bitcoin ist mir jetzt unsicher. Was ist das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Schlecht. Ja, negativ. Negativ, ja genau, ja. Ja, weil das eigentlich nie richtig zur Geltung gekommen ist oder es ist nicht ausgereift oder was weiß ich was. Gell, das ist. Krypto, gute Technologie, schwierig als Anlageinstrument. Weil, ich sag mal, als reine Anlage, das ist eigentlich nicht der Sinn von Krypto. Krypto ist als Technologie super interessant. Als Anlage ist es mehr oder weniger, da kannst du auch ins Casino fahren. Die Technologie ist nicht dafür gedacht gewesen, ursprünglich mal ein Anlageinstrument zu erzeugen. Ja, das ist Kryptowährung. Bislang habe ich da nur Negatives gehört. Ich habe zwar so dieses und jenes gehört, aber ich weiß, dass es also da Auf und Abs gibt. Für mich momentan kein Thema aktuell, aber das kann sich alles mal ändern. Ist nicht transparent genug, muss ich sagen. Im Prinzip könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine interessante Sache ist. Aber wie gesagt, aufgrund meiner, was ich gehört habe, eher negativ und für mich ist das ein bisschen intransparent. Schöner Hype. Ja, hätte man früher einsteigen müssen, wenn der Hype noch hochgegangen wäre. Aber es ist natürlich eigentlich für mich gesehen eher nur ein Scam. Also es ist ja in Deutschland kein wirkliches Zahlungsmittel. Man kann es nirgendwo damit zahlen. Es ist ja nur eine Spekulation. Man weiß nicht, ob es kommt. Für mich eher positiv, das ganze Blockchain-Thema. Aber ich denke trotzdem nicht, dass ich Bitcoin durchsetzen wird, sondern eher die CBDCs und quasi die
Zentralbankwährung, weil die macht ja nicht abgeben. Also. Zurzeit bin ich auf den Gedanken mehr dahingehend, dass es was Negatives ist, weil es negativ verwendet wird. Wenn man eine Regulierung hätte, um die Kontrolle, oder wir nehmen Italien. In Italien muss man das Kapital nachweisen, wenn man es kauft. In Deutschland muss man das nicht tun. Wenn dieses Europa, nur mal Europa gesehen, das so machen würde, dass das Kapital nachgewiesen werden muss, woher es kommt. Aus dunklen Kanälen, aus hellen Kanälen. Wenn es aus hellen kommt, ist Bitcoin okay, aber es wird missbraucht. Wie alles. Auch die Inflation wird missbraucht. Bitcoin, ja, habe ich auch schon gehört. Habe ich aber nicht. Also ich sehe es nicht als negativ an. Okay, aber nur einfach noch nicht beschäftigt mit. Auch schon, aber noch nicht tief genug. Ja, elektronische Währung. Nicht für Währung, ja. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, so eine nicht zentralisierte, gesteuerte Währung sei etwas Positives. Ist natürlich auch doch dem Markt unterworfen, denke ich, weil es gibt auch Hypes oder es gibt dann, man passt sich an. Ich denke, eigentlich die Idee wäre nicht schlecht, aber ob es umsetzbar ist, ob es dann wirklich so ist. Man sieht ja auch, dass die Kryptowährungen sich doch auch dem Markt wie anpassen. Also wenn die Aktien runtergehen, gehen auch die Kryptowährungen runter und so weiter. Ich denke, schlussendlich ist es dasselbe. Bitcoin kenne ich von meinen Bekannten, weil die das haben. Auch schon investiert? Noch nicht. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du den Begriff Bitcoin hörst? Na, Kryptowährung erstmal und das doch recht risikoreich im Moment immer noch ist, würde ich sagen. Ich würde wahrscheinlich nicht unbedingt in Bitcoin investieren. Also es gibt ja noch große Preisveränderungen bei Bitcoin bis heute, also ja. Also hast du dich, kurz noch eine Nachfrage, hast du dich schon mal mit Bitcoin beschäftigt? Hast du dich darüber informiert? Schon, ja. Und auch die Kurse öfters angeschaut, aber es war mir einfach ein bisschen zu instabil, ja. Was waren so deine Informationsquellen? Also, keine Ahnung, welcher Artikel von Handelsblatt oder sowas, also ja. Zeitung, Tageszeitung. Im Bekanntenkreis, im Internet, Fernsehen, Zeitung und so weiter, das Gängige. Zeitung, Medien, ja. Ob es wo ist, weiß ich nicht, ich habe mich nie damit beschäftigt, aber... Das ist Roulette, das Gambling, Zockerei, genau. Künstliche Währung... Vergänglich. Und bei Bitcoin ist natürlich die Erstellung höchst problematisch, weil da wird ja gerechnet, diese Rechnerei, die benötigt Strom. Also es ist eigentlich eine Energieverschwendung. Hat natürlich dadurch ein bisschen einen realen Hintergrund, weil zumindest der Energieverbrauch, ähnlich wie bei Gold, da wird ja auch das Gold mit Energieverbrauch und Umweltverschmutzung gewonnen. Auch hier würde ich sagen, wer hat das Geld erfunden? Das war natürlich Mephisto, der Teufel. Gott schuf die Welt und jetzt kauft ihm der Teufel die Welt ab. Das hat Goethe schön in Mephisto mit Mephisto beschrieben. Das ist eine Vertrauenssache. Solange man an den lieben Gott glaubt, kann man auch den Ablass verkaufen und dann kommt irgend so ein Luther daher und macht das schöne Geschäft kaputt. Dann sind die ganzen Ablassbriefe nichts mehr wert. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, das ganze Geld ist doch nur Papier und die Leute verlieren den Glauben an diese Papierscheine oder an diese Pixel, die da durch die Datenbahnen rauschen, ja, dann ist das Geld nichts mehr wert. Es ist eine Übereinkunft. Aber es ist natürlich schwierig. Die Reformation hat zu einem 30-jährigen Krieg geführt. Und mir ist klar, wenn man das Geld jetzt seiner Glaubwürdigkeit berauben würde, würde es Chaos geben. Das kostet viel Blut. Und das will man nicht. Aber ich denke, irgendwann läuft es darauf hinaus. Denn sobald man mit Geldeinsatz mehr verdient als durch Arbeit, geht die Schere krass auseinander. Und irgendwann, folgende Generationen werden sich das nicht mehr gefallen lassen. Und die Wohnungen stehen leer hier auch, während vielleicht einmal im Jahr kommt jemand, weil er einmal hier ist, Oktoberfest geworden. Das ist so... Das ist auch nicht, das ist halt einfach eine Währung, eine andere Art zu zahlen. Okay. Könnte es einen Einfluss auf die Inflation haben? Ja, vielleicht. Geld im Internet, also... Vielleicht auch teilweise die neue Welt dann irgendwann. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann nur noch Bitcoin oder so gibt. Deswegen, ja. Ich habe mich noch gar nicht so damit befasst. Das Erste, was mir in den Sinn kommt. Wichtig. Du sagst wichtig, aber hast dich noch nicht damit befasst? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig. Und wenn man sich damit befasst, und es ist auch nötig,
aber befasst habe ich mich noch nicht wirklich damit. Vielleicht ist heute ein guter Start, damit anzufangen. Ja, ich glaube, man hat sehr viele Möglichkeiten damit. Ich persönlich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich zu wenig damit informiert und habe vielleicht einen Absprung ein bisschen verpasst. Ich glaube, es ist auch Teil unserer Zukunft und man sollte sich da schon aktiv informieren und beteiligen. Ja, ich bin auch gar nicht in der Materie drin, aber ich glaube, man kann damit, sag ich mal, viel Geld verdienen. Aber ich bin auch zu wenig damit davon informiert. Also schwierig. Viel Geld verdienen, aber wahrscheinlich auch viel Geld verlieren, wenn man sich nicht damit auskennt und gut auseinandersetzt. Alles, was auch so digital mit Geld zu tun hat, ist ja dann auch eher manchmal ein bisschen unsicher. Aber man hat einfach das nicht so ein Gefühl dafür, was jetzt wirklich mit deinem Geld passiert. Also das Problem liegt da sicher auch an mir selber, dass sie vielleicht auch an mangelnder Interesse, die vielleicht jetzt aufgrund von Inflation und Co. definitiv mehr da sein sollte, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ja, das war wieder spannend, heute die ganzen Fragen beantwortet zu bekommen rund um Geld, Inflation und Bitcoin. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ihr fandet das interessant. Dann lasst uns doch ein Like da, abonniert den Kanal, das hilft der 21-Community. Das hilft natürlich auch, die Reichweite von Bitcoin in der Bevölkerung ein wenig zu erhöhen und mehr Leute dafür zu interessieren, sich über Bitcoin zu informieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.